Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen zum neuen Adventsvideo. Sternstunden im Advent. Sterne sind ja immer schön. Das ist jetzt hier ein Kokossternchen. Und ihr habt gerade gesehen, das Thema Steineiche. Das hat uns ja eigentlich schon im Herbst begleitet. So ein wunderschöner Steineichekranz. Und das begleitet uns auch in den Advent. Ja, es gibt auch im Advent eben nicht nur Tanne, die typischen Nordmann Nobilis und Konifere, sondern es gibt auch, habe ich im letzten Adventsvideo gezeigt, einen ganz tollen Oliven-Adventskranz, ja, den man auch so richtig natürlich machen kann. Und es gibt auch im Advent genauso auch sehr schön einen Steineichekranz. Da verlinke ich euch nochmal das Video, wie man den macht. Ja, das ist natürlich die Basis dazu. Jetzt habe ich den fertigen Kranz in den Händen und in dem Video machen wir jetzt gleich einen wunderschönen Adventskranz da draus. Gut, aber los geht's mit dem Video. Ich finde solche Materialien wie Steineiche oder auch Olive, ich finde die am schönsten mit Naturfarben. Und deswegen habe ich jetzt in dem Fall auch diese schöne elfenbeinfarbene Kerze gewählt, weil ich finde, das sieht so edel aus. Es ist einfach schön, ja. Und ich bin ja auch Naturfreak, wie ihr wisst, mit allen Dingen, was ich in meinem Kanal mache. Und Elfenbein war jetzt auch die Kerze meiner Wahl. Ich habe mir ein bisschen was ausgedacht. Es kommen auch Birkensternchen, es kommen wenige Kugeln zum Einsatz. Ja, es ist wirklich sehr, sehr natürlich. Aber was ich mir ausgedacht habe für diesen Kranz, ganz besonders, ich wollte dem nochmal so ein bisschen einen schönen Unterbau geben. Und das mache ich mit Birke. Ja, ich habe ja ganz viele Birkenstücke, Birkenscheiben, Birkenstämmchen. Birke ist einfach ein tolles Material. Und diese Birke, das war jetzt so mein Gedanke, die möchte ich gern an diesen Kranz hier unten erstmal, ja, dem Kranz ein bisschen Höhe geben und die möchte ich da gern dran machen. Das kann ich jetzt natürlich, also entweder ich gehe her und bohre durch die Birke oder ich kann einfach, genau, ich kann das eigentlich viel einfacher machen. Ich überlege mir wieder so ein paar, so ein paar Lösungen, die überlege ich mir natürlich wieder im Video selber. Das ist echt lustig, weil die Idee kam mir gerade, ich nehme einfach einen Steckdraht so und drahte einfach diese Birke hier auf dem Strohrömer fest. Das ist eigentlich das Einfachste überhaupt. So, da muss ich natürlich auch den Draht richtig festnehmen und fest miteinander verzwirbeln. So. Und eigentlich, die geht nicht mehr runter. Das ist wirklich die einfachste Lösung, wie man es machen kann. Weil, wie gesagt, also zuerst wollte ich bohren, aber das habe ich dann doch mal kurzerhand anders entschieden. So, man kann natürlich jetzt entweder, man geht um den Strohrömer ganz drumherum, aber ich habe das jetzt ganz einfach gemacht. Ich habe mich einfach mal kurz hier durch diesen Strohrömer durchgebohrt. Der ist so fest gewickelt, dass es überhaupt kein Problem ist. So, dass es überhaupt kein Problem ist, einfach nur ein Stückchen von diesem Strohrömer zu durchbohren. So, einmal richtig fest. Man merkt auch, der Strohrömer knarzt, ja, wenn ich ziehe. Einmal richtig fest angezogen. Die restlichen Draht, den Drahtende kann man auch unter der Birke verstecken. Den Rest natürlich hier einmal abknipsen. Falls das von der Höhe her nicht ganz passen sollte, kann man ja noch mit Filz ausgleichen. Ja. Also da kann man, Moment, wenn der Draht sich einmal ein bisschen verbogen hat, dann will der da auch nicht mehr in den Strohrömer rein. Dann ist es immer schwierig, dann doch lieber die andere Seite nehmen. Ist immer gut, wenn solche Sachen bei mir im Video passieren. Das ist super, weil das sind genau die kleinen, die kleinen Malheurs, die euch ja auch passieren. Und dann kann ich euch wenigstens immer sagen, wie man das am besten, so, knatz, 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 so, festgezogen,
Super, das geht jetzt natürlich am allerschnellsten, das ist klasse. So, dann schauen wir doch mal. Und schon, Terra, und schon hat unser Kranz eine ganz andere Höhe gewonnen. Sehr schön, das gefällt mir sehr gut. Jetzt möchte ich den natürlich nicht nur so wie auf Stelzen fliegen lassen. Ich würde das Ganze gerne mit ein bisschen Reben, das ist jetzt hier eine Mühlenbeckia-Rebe, die gibt es mit so einer Schnur eingepackt. Ja, und die ist auch, die kriegt man ein bisschen schwer auseinander. Einfach draufstellen und herzhaft ziehen. Ja, das ist wirklich so ein widerspenstiges Gestrüpp. So. Da nehme ich jetzt ein bisschen was von der Mühlenbeckia. Oh, genau. Also man sieht, das Floristenleben ist auch nicht immer leicht. Man muss schon herzhaft zulangen können. So. Und dann kann man diesen Rebstrang, den lege ich jetzt einfach hier um den Kranz herum. Und wenn mir jetzt noch ein bisschen was fehlt, ist es auch nicht so schlimm. So. Und damit ist jetzt eigentlich schon der Unterbau ganz gut verkleidet. Und das Mühlenbeckia, das lässt sich schon fast miteinander verweben. Aber ich möchte das natürlich auch noch fest mit Draht fixieren. Und das mache ich gleich. Damit man das nicht so sieht, dass ich das mit Draht fixiere, habe ich jetzt einen Draht gewählt, der genauso braun ist wie das Mühlenbeckia. Das ist ganz einfach. So, und dann gehe ich mit dem Draht, wickel ich einfach um meine Reben herum. So, ich habe auch die Tage meinen Wein geschnitten am Laden. Und da habe ich hier so schöne Ranken, also von diesen Reben, von dem Wein, habe ich auch geschnitten. Und ich habe gedacht, ich schmeiß die mal nicht weg. Ich kann die bestimmt noch gebrauchen. Und ich hatte eigentlich so im Hinterkopf, dass ich die sehr gerne in meinen Adventskranz mit Steineiche gern reinmachen möchte. So. Und genauso mache ich es auch. Das heißt, ich nehme zuerst die Mühlenbeckia und dann die Weinranken und lege die Weinranken. Ja, die wollen gar nicht so, die wollen nicht auf Anhieb so wie ich will. Aber es macht nichts, sie müssen. So, lege diese Weinranken auch so lässig über meine Mühlenbeckia und drahte. So, jetzt haben sie auch verloren. Und drahte das Ganze mit meinem braunen Draht fest. Also ich kann es jetzt schon fast loslassen. Und die Ranken sind alle drin. Das heißt, ich habe jetzt also meine kleine Erhöhung, die ich gemacht habe, die habe ich jetzt also schon ganz elegant versteckt. Und dieser Steineichekranz schwebt optisch quasi schon ein wenig. So. Ich kann natürlich jetzt noch ein bisschen hergehen und ein bisschen frisieren. Wobei ich finde, so ein gewisses Leben und so eine gewisse Natürlichkeit finde ich völlig in Ordnung. Und damit das Ganze nach unten nicht weggeht, kann ich auch nochmal an zwei, drei Stellen rund um den Kranz nochmal diesen Unterbau mit meinem Steineichekranz zusammentragen. Ja, sonst ist das Risiko, dass es irgendwann Flupp macht und das ist alles, das ist dann natürlich alles weg. Das ist jetzt so eine kleine Sicherung, dass mein Kranz natürlich schön zusammenbleibt. Aber mein Spruch ist immer, Höhe macht wertig. Und dadurch, dass dieser Kranz jetzt natürlich so eine schöne Höhe hat, macht der natürlich auch einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Und
ist dann auch deutlich edler, wie er zuvor war, als er dann nur so ganz einfach auf dem Tisch lag. Schön, gefällt mir selber schon total gut. Ja, jetzt geht es noch ans Anbraten der Kerzen, weil die müssen natürlich auch auf diesen Kranz drauf. Und dann machen wir noch ein bisschen Deko, aber auch nicht zu viel, minimalistisch. Und dann werden wir uns dieses glänzende Endergebnis schon anschauen. Kleiner Hinweis noch, weiße Kerzen. Wenn ich jetzt diese weißen Kerzen hier auf meinem dreckigen Tisch hier in den Dreck stellen würde, vor allem kopfüber, dann dann sieht man das sofort. Man sieht auch hier, wenn sie mal auf dem Tisch standen, haben die gleich so kleine Einschlüsse. Ja, und um das zu verhindern, ein sauberes Handtuch nehmen, die Kerzen kopfüber auf dieses saubere Handtuch stellen und erst dann macht man sich ans Anbraten und das verhindert, dass die Kerzen hässliche Stellen bekommen, vor allem bei Weiß. Weiß ist einfach die empfindlichste Farbe. So, um die Kerzen anzutraten, nehme ich einen möglichst dicken Draht, ja, richtig dicken. Der kann auch ruhig schwarz geglüht sein, also kein grüner Draht, weil ein grüner Draht ist ja Kunststoff ummantelt. Und ich nehme eine Kerze und erhitze diesen Draht. Was passiert, wenn ich den nicht erhitze? Dann ist der Draht, ja, beziehungsweise die Kerze springt dann einfach. Und das ist ziemlich ärgerlich, wenn die Kerzen springen. Das heißt, ich muss jetzt also jedes Mal hier diesen Draht schön erhitzen, habe den schräg angeschnitten und gehe und füge diesen Draht in die Kerze ein. Ja, ich lasse mir immer ruhig ein bisschen Zeit beim Erhitzen. Je länger man den Draht erhitzt, desto geringer ist das Risiko, dass die Kerze kaputt geht. Wenn ich den Draht in die Kerze einfüge, dann gehe ich so, was ich etwa so ein Stückchen in die Kerze rein. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Und dann lässt man die Kerze einfach stehen und macht es mit allen anderen Kerzen genauso. Diese Kombizange, die verhindert natürlich auch, dass ich mir die Finger verbrenne. Man kann das auch von Hand machen. Ich mache das nicht gern. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass die Drähte schräg angeschnitten sind. Weil wenn die Drähte nicht schräg angeschnitten sind, dann ist es viel, viel schwieriger, die Kerzen auf dem Strohrömer festzumachen. Wie man hier sieht bei mir, die gehen eigentlich rein wie Butter. Und schon sitzen sie alle. Und ich klopfe immer die Kerze mit der flachen Hand rein, so kommt wieder der typische Floristengriff. Die muss ich ein bisschen weiter nach außen machen. Man muss es doch immer erstmal angucken. So. Aber dadurch, dass die Kerzen ja gedrahtet sind, kann man die ja auch noch ein bisschen biegen und ist alles so ein bisschen variabel gestalten. Ja, also das ist jetzt auch wieder so ein schöner Naturkranz. Der letzte Kranz, der war ja auch sehr natürlich, den ich in der Tat auch ganz minimalistisch dekorieren möchte. Ich möchte gar nicht viel, nicht viele Materialien, ganz, ganz lässig, ein paar Sternchen. Und ich würde auch ganz wenig Kugeln an diesem Kranz dekorieren. Ja? Man kann das sogar, dadurch, dass das Material so schön struppig ist, kann ich diese Kugeln oder meine wenige Deko sogar wirklich nur drauflegen und kann sie dann, normalerweise kleben wir es fest, weil wir können ja nicht dem Kunden den Adventskranz mitgeben und die Sternchen fallen auf dem Weg nach draußen schon runter. Das heißt also, wenn ihr das zu Hause macht, ihr könnt natürlich die Deko einfach nur drauflegen, ja, oder vielleicht so gruppiert, ja, ein Sternchen und eine Kugel. Ihr könnt die nur drauflegen, wenn ihr sagt, ach, ich lasse meinen Adventskranz eh so an Ort und Stelle stehen daheim. Dann geht es,
Wir können das natürlich nicht machen. Das heißt, wir müssen alles mit dem Reiskleber festkleben. Das ist dann einfach so persönlicher Gusto, wie man es macht. Man könnte jetzt auch noch um die Kerzen Bändchen machen, aber ich finde, die Kerzen sitzen jetzt eigentlich sehr schön, sitzen auch sehr schön hier auf diesem Kranz. Und wer Sternchen liebt, kann auch noch mit Sternchen hier ein bisschen spielen auf den Reben. Ja, weil normalerweise sitze ich ja am Tisch. Das heißt, ich schaue natürlich diese Reben an und wer dann ein paar mehr Sternchen sehen möchte, da ist es natürlich sehr dekorativ, diese Sternchen auch seitlich zu machen, weil bedenke, wenn du an diesem Kranz arbeitest, dann guckst du natürlich immer so drauf. Aber die Personen, die den sehen, die kommen ja durch den Raum und sehen den von hier oder sitzen auch am Tisch und sehen den von der Seite. Und deswegen muss man immer mal, wenn man den macht, auch mal die Seitenansicht betrachten und überlegen, wie sieht der denn für die Leute aus, die hier kommen. Wahlweise könnte man auch noch ein paar grüne Apfelscheiben dran machen. Aber ich würde es ganz, ganz, ganz dezent halten, ja, weil ich finde, es ist so schön. Also ich würde mir sogar diesen Kranz jetzt auch nur mit ein paar Sternchen ohne Kugel hinstellen. Ich finde ihn ganz toll so. Wie findet ihr ihn denn? Und welcher gefällt euch besser? Fandet ihr den Olivenkranz schöner oder findet ihr diesen Steineichekranz mit diesem Rebenunterbau jetzt schöner? Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was euch so am besten gefällt, wie ihr die Idee findet und ob ihr das für euch auch so selber nachmachen würdet und ob ihr die weißen Kerzen am schönsten findet. Ich finde weiß toll dazu. Ich freue mich total auf euer Feedback und das war meine Adventskranz-Idee für heute. Völlig im Naturlook, Adventskranz mit Stein.